We'll be right back.
Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. V. Pause. Du denkst, ihr war's im Flow, oha. Lieber eine Nächten als tausend gekaufte Follower. 2021, dieses Jahr fängt zu mies an. Nightlife, mach Groupies klar. Drive-by, Shooting-Star. Thron ich am Flow nicht, schnapp dir das Mic weg. Will den Thron nicht, bedroh dich. Hater machen Sidesteps. Große Fresse wie Dieter Bohlen. Hinterlasse meine Gegner als Asche mit Shisha-Kohl. Es gibt so viele von diesen Scheiß-Rappern, gib dir ein Lineal, vielleicht wären deine Lines besser. Bin ein böser Writer, doch ein Mensch wie Grönemeyer. Ficke Mütter und sorge dafür, dass mich die Söhne feiern. Sie haben schlechte Lyrics, töte die Fratzen. Für nix aus Asche, Goethe mit Glatze. Also was, Allah, du Maskara. Wenn du mich siehst, sag Maschala. Jetzt ist vorbei, okay, fick dein Leib. Okay, bin die Eins, okay, meine Zeit, okay. Angebliche G's werden weich. Ich schieß meine Lines, gib mir ein Beat und ein Mic. Ein Ski, was auf Eis, ich bin übertrieben wie ein Marathon, ich schwör's. Der Sound fickt dich so hart, dass du schwanger davon wirst. V, A, dieses Grinsen wie Joe. K, O, H, was ein kranker Flow. A, O, Mann, mach high so wie Do. Mann, fick die Welt, als wär ich Corona. Neues auf die Boxen, um Deutschland zu schocken. Bin erneut dabei, den mich enttäuscht habt ihr Fotzen. Was für Ehrenmann, du bist der Sohn einer. Psst, wenn das Geld stimmt, mach ich den Ghostwriter. Laber nicht vom Kaviar, du Plagiat. Ich lass dich verschwinden, als wär ich Magier. Zerstör dich übel wie Crack, denn du kriegst erst Applaus, wenn du die Bühne verlässt. Jetzt ist vorbei, okay, fick dein Heim. Okay, bin die Eins, okay, meine Zeit, okay. Schönen guten Tag, Jungens und Mädels. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Nerdbomb. Ja, zu der nächsten Bombo-Show. Ja, ich habe euch gerade eben mal ein kurzes Video eingespielt. Das ist von dem guten Okan, beziehungsweise von seinem Bruder, das er gemacht hat. Und bevor ich hier in die Begrüßung starte, ist der erste Link in der Beschreibung. Seid doch mal so nett, wir sind ja eine Community, dass ihr da mal ein bisschen Liebe da lasst. Ist viel Arbeit reingeflossen, dass ihr zumindest mal vorbeischaut, mal reinhört. Vielleicht gefällt euch die Musik ja auch. Und dann auf jeden Fall mal ein Like da lasst und ein nettes Kommentar. Macht das mal für mich, auch wenn euch die Mucke nett gefällt, wäre ich euch da sehr verbunden. Ja, ansonsten schönen guten Tag, Jungs und Mädels. Bombo ist back mit seiner Show und der besten popkulturellen Show in Germanie, habe ich gehört. Ich habe Bock, ich hoffe, ihr habt auch Bock. Wir haben ordentlich ein bisschen was, wo wir drüber schnacken können. Wir haben schon ein paar Themen, die ich rausgesucht habe, wo ich echt derbe Bock drauf habe. Und ja, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich sehe, die Elite der Elite ist schon wieder da. Wenn ich die ganzen Mitgliederabzeichen hier sehe, da geht mir doch wieder direkt das Herz auf. Ich grüße euch. Servus Michael, Servus Stasser, Servus Okan, Servus Leon, Servus Michael, Servus Markus. Nochmal hoch, dann Servus Unbreakable und Servus Held, ich grüße euch. Ja, ich hoffe, euch geht's auch gut. Wie immer, wenn ihr mir ein kurzes Feedback da lasst in Sachen Tonqualität, wäre ich euch sehr verbunden, bevor wir hier reinstarten. Ja, ansonsten würde ich sagen, der Bombo hält sich an seinen Streamingplan. Ihr wisst, neue Streamingzeiten gibt's. Ich bin mittwochs und sonntags um 19 Uhr für euch am Start und hab ab und zu mal zwischendrin so eine kleine Sondersendung, würde ich sagen. Der Doc ist auch dabei, das freut mich sehr. Grüß dich, mein Bester. Also, von daher, ihr wisst Bescheid, Mittwoch und sonntags um 19 Uhr ist Bombo-Time und ich hoffe, ihr seid fleißig mit dabei und hört zu, was es für neue News gibt und wir schnacken drüber. Und ja, da seid ihr herzlich eingeladen und dementsprechend freut mich das jetzt auch schon, dass ihr hier alle den Weg hergefunden habt. Wie immer, der Leon ist mein persönlicher Soundchecker. Ton ist top, ich danke dir vielmals.
Ja, ey, in der letzten Woche, beziehungsweise in den letzten Tagen ging so viel, Stasser gibt auch eine 1 in den Chat, danke. In den letzten Tagen ging so viel ab in Sachen Movie-News oder Popkultur-News. Wir bringen ja auch immer mal das eine oder andere Game vielleicht noch mit rein, wobei ich da sagen muss, da gab es jetzt nicht die weltbewegende News. Sollte es da was geben, wisst ihr, packe ich das auch immer mit rein. Aber wir haben doch schon tatsächlich das eine oder andere hier dabei an News, was nicht ganz so schlecht ist. Eine kurze Info zu dem heute. Heute, wie das Ganze abläuft. Ich werde das tatsächlich kontrolliert halten müssen, was die Zeit angeht, denn heute Abend ist Fußball und da werde ich mich ausklinken müssen, wenn Fußball spielt. Das heißt, anderthalb erholsame Stunden haben wir zusammen, da werden wir ein bisschen was rumkriegen und eventuell hänge ich dann in der Woche nochmal was extra dran, weil es wirklich so viele Themen sind, die ich euch hier um die Ohren bolzen könnte, dass ihr ohnmächtig werdet. Auch der Marco und der Held geben mir nochmal Feedback. Ich danke euch, Jungs. Ja, was steht heute eigentlich an? Ich würde behaupten, nicht gerade wenig tatsächlich. Wie gesagt, in die letzten Wochen waren doch schon relativ ereignisreich und ja, da würden wir jetzt einfach mehr oder weniger auch mal direkt reinstarten. Hier mal so viel zu unseren Themen und da habe ich tatsächlich noch das ein oder andere Thema mehr vorbereitet. Wir haben unter anderem den Shang-Chi-Trailer, der natürlich in den letzten Tagen rauskam und für Furore sorgt. Den werden wir besprechen. Es gibt neue News zu einem Mad Max-Prequel bzw. zu einem Furiosa. Jetzt sprechen wir das mal richtig hessisch aus hier. Das Furiosa. Ein neues Furiosa-Prequel. Spielt vor dem letzten Mad Max-Film, der sicherlich auch durch die Decke gegangen ist. Shiri ist am Start. Grüß dich. Es gibt News zu der Herr der Ringe-Serie. Ein unfassbar riesengroßes Budget, das Ding. Ey, da legst du die nieder. Da werden wir auf jeden Fall auch mal drüber sprechen und was wir da auf jeden Fall erwarten können. Und dann kam natürlich von Zack Snyder Army of the Dead Trailer raus und da werden wir auch drüber schnacken müssen. Mehr oder weniger muss ich mich schon die ganzen Tage zurückhalten, da nicht ordentlich was rauszuhauen über den Trailer. Ja, ansonsten gucken wir mal hier, ihr schreibt gerade noch, kannst du Fußball nebenher laufen lassen? Da hört ihr mich aber spontan schreien oder fluchen, das ist vielleicht nicht so gut. Von welchem Verein bist du eigentlich Fan, falls ich mal fragen darf? Stasser sagt Dortmund und Leon sagt Gelb. Ja, kommt hin. Geht allerdings weiter, das war's noch nicht. Es gibt noch News zu Michael Keaton im neuen Flash-Film. Da gibt's jetzt offizielle Casting-News, da werden wir drüber sprechen. Es gibt tatsächlich neue Casting-News zu dem The Last of Us-Film, da werden wir drüber schnacken. Es gibt einen potenziellen Leak zur Cassian Endor-Serie. Das ist leider Gottes noch übrig aus dem letzten Stream, der verbindungstechnisch abgebrochen ist. Sorry nochmal dafür, ich kann es mir nicht erklären. Das war bei uns, Internet läuft über Unity Media, da gab es allgemein ein paar Problemchen und von daher, ja, gucken wir mal. Ansonsten kam auch noch ein Trailer raus zu der Netflix-Serie, die vielleicht der ein oder andere von euch schon kennt, beziehungsweise die erste Staffel davon auch kennt, Love, Death and Robots, eine Serie, die doch schon ein bisschen Hype generiert hat und bei dem einen oder anderen auf dem Zettel steht. Ja, okay, dementsprechend würde ich sagen, wir steigen auch mal so mit in, die ersten Themen ein, die wir parat haben und dann gucke ich jetzt gerade mal, was sich denn so als Einsteiger hier ganz gut handelt. Und da würde ich sagen, machen wir doch Folgendes. Da wir ja tatsächlich auch schon über das Thema The Last of Us gesprochen haben und es da ja schon auch tatsächlich Casting-News dazu gab, gibt es jetzt hier wieder neu. Wir hatten hier über den Hauptcast gesprochen, das heißt Ellie und Joel, die besetzt wurden. Und ja, sagen wir mal so, der Großteil von euch war damals doch schon, würde ich sagen, so pro Cast. Der eine oder andere musste sich erst dran gewöhnen. Es gibt jetzt tatsächlich neue News, was den Cast angeht, der Serie, denn der gute Gabriel Luna, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, eventuell als Ghost Rider aus der Agents of S.H.I.E.L.D. Serie oder tatsächlich als, wie ich finde, sensationell gespielten Terminator aus dem letzten Terminator-Film. Der wird Joels Bruder spielen in diesem Fall und wurde gecastet, was natürlich relativ gut passt, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man sich Joel ansieht, beziehungsweise Pedro Pascal, der natürlich auch so ein, ja, ich sag jetzt mal, Latino-Vibe natürlich hat und dazu dann Gabriel Luna nimmt, denke ich, ist das ein ganz guter Cast. Auf der einen Seite das, auf der anderen Seite natürlich auch, ich finde, außerdem ist es ein super Schauspieler tatsächlich. Also, ich fand ihn als Ghost Rider sehr nice. Ich muss euch aber dazu sagen, ich fand Agents of S.H.I.E.L.D. war eine der geisteskrank schlechtesten Serien aller Zeiten. Also, wirklich
cringe, da sind manche CW-Serien dagegen absolutes Gold. Aber er war nice und auch der Ghost Rider in der Serie war sehr geil. Und wie gesagt, man kann sagen, was man will über das Terminator-Franchise, aber der letzte Terminator, den fand ich tatsächlich sehr gut. Und nicht zuletzt auch durch Diego Luna, der wirklich einen super geilen Terminator gespielt hat und auch an sich dieses Terminator-Modell war geil. Satz des Films von Diego Luna ist tatsächlich, mein ganzer Körper ist eine Waffe, Bruder. Geilste Szene überhaupt in dem Film. Ja, finde ich ganz nice. Wie findet ihr das Casting? Ich muss wirklich sagen, kann ich mir gut vorstellen. Auch hier wieder ist natürlich klar, ähnlich wie Pedro Pascal, ist halt kein Abziehbild von dem Charakter aus dem Spiel. Das ist ganz klar, aber es sollte natürlich eine Ähnlichkeit zu Pedro Pascal bestehen, beziehungsweise man sollte eine Ähnlichkeit erahnen können und das kann ich durchaus sehen tatsächlich und bin gespannt. Also wie gesagt, das muss auch hier der nette lange blondhaarige Bruder sein, sondern ist einfach ein bisschen optisch anders gecastet worden. Wie gesagt, finde ich persönlich nicht dramatisch. Ganz im Gegenteil, mich freut es, dass ein hochkalibriger Schauspieler, ist vielleicht ein bisschen so hochgegriffen, aber dass ein guter Schauspieler auf jeden Fall hier am Start ist und die Rolle übernehmen wird. Und ich denke mir tatsächlich auch, dass er die sehr gut spielen wird. Denn für alle unter euch, die The Last of Us 1 und 2 gespielt haben, die wissen tatsächlich auch, dass der Part durchaus auch für Joel und für die Gesamtstory doch schon kein unwichtiger ist. Besonders wenn wir dann auch in The Last of Us 2 reingehen. Von daher, ich find's nice. Schreibt mal in den Chat, wie findet ihr das Casting? Ich kann mich damit tatsächlich relativ gut anfreunden. Und bin gespannt. Also wir kriegen eine News nach dem anderen. Es gibt da ja immer noch den einen oder anderen Part, den man eventuell auch noch besetzen kann. Ich komme jetzt nicht drauf. Ihr könnt mir ja mal in den Chat tatsächlich schreiben, Diego Luna, habe ich Diego? Gabriel Luna. Luna ist Luna. ihr könnt mir ja mal in den Chat schreiben, ich bin mir nicht mehr sicher, wie die Dame aus dem ersten Teil heißt, die am Anfang mit Joel und Ellie unterwegs sind. Die ist nämlich noch nicht gecastet. Da bin ich mal gespannt, wer das tatsächlich sein könnte. Also wie gesagt, cooler Schauspieler und ich freue mich tatsächlich drauf. Lasst mal im Chat eure Meinung da. Wie findet ihr das Casting? Freut ihr euch drauf? Hättet ihr gerne jemand anders gehabt? Über die Serie haben wir ja schon ordentlich geschnackt. Bin ich ja mega hyped und ja, sehr geil. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir auch tatsächlich mit den nächsten News weiter. Und es gibt dann tatsächlich noch, ja, ich würde mal behaupten, so mehr oder weniger, kleine News. Ich gucke aber nochmal, ich schiel erst nochmal neben auf dem Bildschirm. Er ist auf jeden Fall ein aufstrebender, guter Schauspieler. Ich hasse Agents of S.H.I.E.L.D., aber er war Bombe. Sehe ich genauso. Hassen würde ich nicht sagen, aber er war sehr gut. Oh ja, Dark Fate hat mir auch echt gefallen. Ja, leider Gottes war das Franchise schon so runtergewirtschaftet von Terminator, dass das Ganze untergegangen ist. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Und dann tatsächlich haben wir hier noch was, wo wir drüber quatschen. Das Bild könnte euch eventuell bekannt vorkommen. Denn wir quatschen hier über Sonic the Hedgehog 2. Es wurde jetzt ein Bild von dem Set geleakt, tatsächlich. Ich muss auch so viel sagen, leider Gottes habe ich Sonic the Hedgehog noch nicht gesehen. Wollte ich nachholen, das letzte Mal ist es mir aufgefallen, dass der ja tatsächlich momentan auf Amazon Prime läuft und ich den noch nicht gesehen habe, weil ich, es gab ja so diese Kontroverse um das Optische um Sonic, die ich nie so wirklich verstanden habe, weil so schlecht fand ich ihn nicht, aber Internet halt. Und irgendwie bin ich nie so wirklich dazu gekommen, das ganze Ding mir dann auch mal reinzufahren und habe das aber die ganze Zeit vorgehabt. Jetzt bin ich auf dieses Bild gestoßen, das online geleakt wurde vom Set und bin einfach nur begeistert aufgrund dessen, ich bin ein riesengroßer Sega-Fanboy, würde ich schon fast sagen. Ich liebe die Sega-Konsolen und habe damals, als die schon rauskam und mehr oder weniger so der Konkurrent zu den Nintendo-Konsolen waren, also so Sega Mega Drive, Sega Mega CD und Sega Dreamcast und so, das waren alle meine Favorites und ich habe die Sonic-Spiele tatsächlich hoch und runter gezockt. Nicht nur auf dem Handheld, auf dem Game Gear habe ich absolut geliebt. Schreibt mal in den Chat, ob einer von euch Sega-Konsolen hatte. Das würde mich echt interessieren. Und tatsächlich war ich ein riesengroßer Fan von Knuckles. Das ist der rote. Ich fand, der sah immer richtig cool aus. Und ich habe tatsächlich bis zu meinem 13., 14. Lebensjahr aktiv relativ viel gezeichnet und habe tatsächlich relativ viel auch Sonic-Bilder gezeichnet. Und oftmals war da Knuckles so ein bisschen im Mittelpunkt. Jetzt haben wir Tails hier noch mit dabei, das ist der Fuchs mit den gefühlten 8 Schwänzen.
Das hat sich jetzt komisch angehört, aber ihr wisst, was ich meine. Und der ist auch mit dabei. Ich werde mir tatsächlich den ersten Teil mal zu Gemüte führen. Habt ihr ihn geschaut? Wie fandet ihr den ersten Teil? Ich finde es auf jeden Fall cool, dass er jetzt hier dabei ist. Und tatsächlich, das Foto motiviert mich jetzt auch, den ersten nochmal anzuschauen, weil ich denke, ey, ich habe echt Bock, Tails in dem Film zu sehen. Und der Film scheint ja nicht so schlecht gewesen zu sein, aufgrund dessen, dass Jim Carrey da wohl seinen Part relativ gut gespielt hat, ne? Dann gucken wir mal. Musste googeln, ihr Name ist Tess, genau. Dankeschön, Stasser. Aus, genau, Tess ist es aus The Last of Us. Knuckles und Tails, schreibt der Leon, richtig. Der Held schreibt, mein Herz ist gebrochen, als du gesagt hast, dass Agents of S.H.I.E.L.D. nicht magst, Bombo, aber er ist ein guter Schauspieler. Ja, man kann nicht alles mögen, ne? Justin schreibt, Abend, grüß dich, Justin, alles klar, mein Bester. Der Okan schreibt, Knuckles ist schön edgy. Ja, das stimmt. Ich glaube, darum mochte ich den auch immer. Das ist so der Raphael aus den Turtles, ne? Der ist so ein bisschen härter, der Typ. Und ich bin gespannt. Also jetzt werde ich mir den ersten auch mal zu Gemüte führen. Der soll ja tatsächlich nicht so verkehrt sein, aber ich fand das Bild eigentlich ganz cool. Und ich denke, für die Oldschool-Sega-Fans ist das sicherlich auch was, wo das Herz so ein bisschen aufgeht. Der Unbreakable schreibt, fand den Sonic-Film super, ich liebe Knuckles und jetzt kommt er im Film vor. Jawohl, bin gespannt, ob Shadow auch dabei sein wird. Ja, aber wahrscheinlich dann so im dritten Teil oder so. Ich glaube nicht, dass sie jetzt die komplette Charakterbibliothek hier reinballern. Der Marco schreibt, mit Sega konnte ich leider nie was anfangen, war immer mehr ein Nintendo-Fanboy. Aber wenn ich mal bei Freunden Sega spielte, hat Sonic schon ganz gut Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ist vielleicht auch eine Möglichkeit, da nochmal reinzusteigen. Und ja, leider Gottes ist Sega ja nicht mehr allzu aktiv, was Games angeht. Ein paar bringen sie ja immer mal raus und sind nicht mehr im Hardware-Markt, was ich sehr schade finde, denn wie gesagt, die Sega-Konsolen, die hatten immer was. Die waren immer was Spezielles, besonders meine Lieblingskonsole aller Zeiten ist und bleibt die Dreamcast. Der Unbreakable schreibt, Jim Carrey war The Mask, was? Mäßig? Mächtig? Top? Keine Ahnung, war aber top, ja. Den Film muss ich auch erst noch gucken, ja. Ist auf jeden Fall ein Film, der so viel Kohle eingespielt hat, dass sie sofort an den Sequel gegangen sind. Wer hat's gedacht, nach dem Backlash, tatsächlich, der kam zu, dem ersten optischen Design von Sonic. Ja, wird released von Paramount Pictures, Regisseur ist in dem Fall Jeff Fowler, wieder mit dabei und somit als Selling Point wird wohl Jim Carrey sein. Kommt bei uns am 8.4. im Jahr 2022 in die deutschen Kinos. Wie sieht's aus, Leute? Habt ihr Bock drauf? Lasst mal eure Meinung da. Dann würde ich sagen, dann gehen wir tatsächlich auch weiter und wir haben ja noch ein paar News, die uns definitiv beschäftigen werden. Und bevor wir jetzt zum ersten Trailer gehen, haben wir noch folgende News. Und zwar, wie ich euch gesagt habe, wird es ein Furiosa-Prequel geben, beziehungsweise eigentlich müsste man es Mad Max-Prequel nennen. Es wurde vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich bekannt gegeben, dass Anya Taylor-Joy die, sagen wir mal, junge Furiosa spielen wird. Anya Taylor-Joy, vielleicht für euch auch ein Begriff aus diesem, aus dieser Schachserie. Wir hatten es letztes Mal schon, da bin ich nicht mit dem Namen drauf gekommen, die gerade bei Netflix durch die Decke geht. In New Mutants hat sie tatsächlich auch eine Rolle gehabt, die ich ganz cool fand. Ja, eine gute Schauspielerin definitiv. Und die ist jetzt mehr oder weniger als junge Furiosa hier gecastet worden. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, denn es wird tatsächlich so sein, dass Regisseur zurückkommt, dass es ein Riesenbudget geben wird. Und wie fandet ihr denn den ersten Mad Max? Für mich ist es tatsächlich fast eine 10 von 10. Ich feiere den Film, ich habe den schon ganz oft geguckt und besonders in 4K. Knallt das Ding derbe. Also da ist der wirklich richtig, richtig nice. Da finde ich ihn mega. Will noch mal kurz gucken, was ihr sonst noch geschrieben habt. Sonic wird doch im Deutschen von Julian Bam gesprochen, oder? Kann sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Marco schreibt, ja, das ist auch sowas, was mich abschreckt. Werde ich mir dann wohl im O-Ton angucken. Okay, ja, wie gesagt, ist mir eigentlich Wurst. Das kann auch... Rainer Kallmund kann den sprechen, das ist mir eigentlich, Schnuppe, Hauptsache hört sich gut an. Queen's Gambit, dankeschön, Unbreakable. Ja, also von daher bin ich echt gespannt, die Schauspielerin hat gerade wirklich einen guten Lauf. Ja, die ist in aller Munde tatsächlich und ich denke, mit dem Film wird sie da auch nochmal Spaß haben. Hier ist es allerdings so, ich weiß nicht, inwiefern ihr das Drama rund um Mad Max, dem letzten Film, mitverfolgt habt, denn es gab tatsächlich zwischen...
zwischen Hardy und Theron, die ja beiden die Hauptrollen gespielt haben in den letzten Mad Max-Filmen, echt ein bisschen Probleme am Set. Also die haben sich überhaupt nicht riechen können. Die waren sich spinnefeind und da hat es regelmäßig am Set geknallt, was natürlich auch den Umständen zu schulden war. Sie waren wirklich in der Wüste, es war knalleheiß, alle waren platt, ne? So beschreiben sie das auch in Interviews und da sind sie sich ein bisschen an die Gurgel gegangen. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum es kein geplantes Sequel geben wird erstmal, sondern dieses Prequel, weil die beiden sich nicht mehr so wirklich riechen können, was ich sehr schade finde, weil wie gesagt, Fury Road war dermaßen killer, mega. Dazu gibt es dann tatsächlich noch ein Bild, was noch dazu kommt und da sehen wir hier nochmal ganz gut, das mache ich mal in die Totale ein bisschen größer, das ist ein Bild, das in den sozialen Medien gepostet wurde, wo mehr oder weniger bekannt gegeben wurde, ja, der Film wird gedreht und tatsächlich, wie man liest, mit einem Budget von 350 Millionen Dollar. Uff, was ein Brett, aber Mad Max Fury Road hat auch derbe viel Kohle eingespielt. Ja, der Post war hauptsächlich auch dafür in den sozialen Medien, weil das Ganze wieder in Australien gedreht wird und dadurch Australien eben sehr viel Geld in die Kasse bekommt, es relativ viele Arbeitsplätze geben wird und ja, wir sind gespannt. Was mich hier nur wundert, ich habe null Info gehabt vorher irgendwo, dass Chris Hemsworth da mitspielt. Also das hatte ich 0,0 auf dem Zettel. Da war ich tatsächlich relativ geschockt, als ich das gesehen habe. Das ist für mich auch vielleicht, hört sich jetzt blöd an, ist für mich fast mit der einzige Minuspunkt, wenn ich jetzt so an diesen Film denke. Einfach nur aufgrund dessen, ich krieg ihn nicht aus der Birne als Thor. Es funktioniert nicht. Der ist für mich, das ist so einer dieser Rollen, wo er sicherlich, wo es Fluch und Segen gleichzeitig ist. Und für mich ist es ein bisschen Fluch, denn ich kann ihn tatsächlich nicht anders sehen als Thor. Und mir fällt es wirklich schwer, ihn irgendwie in anderen Orten, in anderen Rollen einzuordnen. Wie sieht es bei euch aus? Klappt das bei euch besser? Also bei mir ist es definitiv ein bisschen problematisch. Ja, das Ganze wird tatsächlich wieder von George Miller gemacht, der eben schon sowohl die alten Mad Max Filme Anfang der 80er, Ende der 70er gemacht hat. Dann auch bei Thunderdome, ich glaube Thunderdome heißt es, oder? Heißt es Thunderdome? Mit Tina Turner, dann allerdings nur als Produzent tätig war, aber jetzt bei Mad Max Fury Road halt auch wieder hinter der Kamera war. Der gute Mann ist auch tatsächlich schon relativ alt, ich glaube, der ist über 70 oder so. Dann hoffen wir mal, dass er gesundheitlich auch da wirklich so stabil ist, dass er das alles durchziehen kann. Aber ja, interessant, ich habe Bock drauf. Wie sieht's bei euch aus? Für mich tatsächlich so ein Film, wo ich sagen kann, ja, kann eigentlich mit der Besetzung nicht viel schlechter werden und kann tatsächlich auch, ja, sagen wir mal, mit dem Charakter Furiosa, der doch schon sehr cool war in Fury Road, sicherlich auch nicht wirklich schief gehen. Ich gucke nochmal kurz, was ihr ansonsten noch geschrieben habt. Der Film war eine 9 von 10, schreibt der Held. Ja, finde ich auch. Fury Road war nice, schreibt der Okan. Und Kenner kennen die Dame natürlich von Split. Oh mein Gott. Einer der grandiosesten Filme aller Zeiten natürlich. Unbreakable schreibt noch, Fury Road war einer der besten Actionfilme der letzten Jahre und sie war in New Mutants mein Lieblingscharakter. Ich freue mich mega drauf. Ich fand sie in New Mutants tatsächlich auch nice, obwohl der Film eigentlich nicht so doll war. Wer sich neckt, das liebt sich, schreibt der Stasser. Da mag was dran sein. In Ghostbusters war er sehr schwierig. Ja, also, wie gesagt, außerhalb von Thor kann ich ihn schwer irgendwie einordnen, obwohl ich mich wegschmeißen musste bei Ghostbusters. Ne? Also lustig war er schon. Unbreakable schreibt, er ist für mich nicht mal mehr Thor, ich sehe ihn als Trottel in Ragnarök und in Ghostbusters. Ja, ist schwierig ein bisschen. Bei mir ist er eher die Rolle aus Ghostbusters, okay. Der Film wird nicht an uns vorbeigehen. Nee, denke ich auch nicht. Also wird wahrscheinlich ein Pflichtprogramm, besonders für alle Mad Max Fury Road Fan. Da, wie gesagt, da werden wir nicht dran vorbeikommen. Ja, ich würde behaupten, wir kommen jetzt dann tatsächlich auch mal so zu dem ersten Trailer, den wir uns nochmal zusammen angucken wollen. Und ein Trailer, wo ich mich sehr drauf gefreut habe, denn das ist Love, Death and Robots. Das ist für mich einer der Geheimtipps der letzten Jahre. Von daher würde ich euch, solltet ihr es nicht gesehen haben, auch mal direkt den Bombos Watch-Tipp dalassen. Guckt euch das bitte auf Netflix an. Ist eine absolut geile Minifilmserie. Also, ey,
diese Ideen, die da umgesetzt wurden in diesen animierten Filmen in der ersten Season, waren so unglaublich geil. Ey, diese Folge mit den Werwölfen war brachial. Und da gab es ja noch mehr. Und gerade jetzt, wo ich den Trailer gesehen habe, glaube ich, werde ich jetzt noch mal die kompletten Kurzfilme mir durchrasseln. Einfach nur, weil die so geil waren. Ja, wird wieder auf Netflix ausgestrahlt. Ist von dem Creator Tim Miller. Ist tatsächlich diesmal, habe ich so als Hauptschauspieler rausgepickt. Und die findigen Augen unter euch, die werden es auch gesehen haben. Denn da ist Michael B. Jordan tatsächlich in einem dieser Kurzfilme wohl mit vorhanden. Wird ausgestrahlt am 21.05.2021, also bei uns auch nicht mehr allzu lange weg. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie die zweite Season werden wird. Der Trailer an sich war schon nicht schlecht, da quatschen wir gleich nochmal drüber. Ich würde sagen, ich lasse euch wie immer mal ganz kurz mit dem Trailer alleine, für die unter euch, die ihn eventuell noch nicht gesehen haben. Und danach schnacken wir nochmal. Alles in Ordnung? Ja. Nimm meine Hand. Sie fühlen etwas. Oder? Wow. Ich glaube, es ist sowas wie ein Portal. In eine andere Welt, die in unserer irgendwie festsitzt. Wieso sollte man all das aufgeben? Wieso? Ich lebe jetzt schon seit 218 Jahren. Ich habe viel gesehen. Zu viel. Mir gewünscht. Ja, sieht meiner Meinung nach einfach nur geisteskrank aus. Und wie geil war denn bitte der Roboter, der einfach mal die Hundekacke da aufgehoben hat. Da sind halt auch so abgedrehte Sachen mit dabei, ne? Aber man sieht hier jetzt schon tatsächlich, wie das durch die Decke geht, ist so super nice. Also auch so diese verschiedenen Animationsstile, die da mit drin sind, die vielen kleinen Kurzgeschichten. Und ich frag mich tatsächlich, für alle die unter euch, die die erste Season sich angeguckt haben, ich denke, der ein oder andere wird dem zustimmen können. Ich wundere mich tatsächlich echt extrem, dass die eine oder andere Idee da nicht aufgegriffen wurde, vielleicht für eine Standalone-Serie. Weil da waren wirklich geile Sachen dabei. Wie gesagt, besonders das mit den Werwölfen aus der ersten Staffel, das war der absolute Oberhammer. Oder dann mit diesen Gladiator-Kämpfen, mit diesen komischen Viechern, das war auch super nice. Mit den Robotern auf der ausgestorbenen Welt, auch cool. Also das sieht echt richtig, richtig nice aus. Der Justin, sehe ich gerade hier aus dem Augenwinkel, schreibt auch, krasse Bilder, sieht echt nice aus. Ja, denke ich auch. Also wenn du da tatsächlich die erste Staffel noch nicht geschaut hast, Justin, da kann ich dir das nur empfehlen. Da wirst du definitiv nichts falsch machen, gehe ich davon aus. Dann gucken wir mal, ist die Musik im Trailer nicht aus irgendeinem Film? Das kann durchaus möglich sein, die habe ich jetzt leider Gottes nicht mitgehört, weil die für mich hier erstmal gemutet ist, während ich die euch spiele. Dazu auch nochmal eine ganz kurze Info, ist die passende Überleitung tatsächlich zu dieser Musik. Ich bitte euch auch nochmal darum, wenn einer vorhatte, hier per Superchat oder irgend sowas zu donaten, dann tut das bitte nicht, denn alle meine letzten Podcasts wurden von den Studios mehr oder weniger, ja, geflaggt. Das heißt, diese ganze
Monetarisierung geht an die Studios und bleibt nicht bei mir. Und das Geld würde dann auch an die gehen. Wobei die 15 Cent, die dürfen sie gern haben. Oder das juckt mich nicht. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wenn ihr Nerdbomb unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun als Mitglied. Und dann mache ich jetzt auch meinen absoluten Shameless Plug dafür tatsächlich. Und würde sagen, ich bedanke mich auch hier wie immer bei den sensationellen Kanalmitgliedern, die ihr gerade auch im Chat sehen könnt, die diese coolen runden Symbole hinter ihrem Namen haben, die hier wirklich aktiven Bombolorianer sind, wie der Michael immer sagt, und hier ordentlich dazu beisteuern, dass ich das hier so aktiv jetzt auch durchziehe und mache. Vielen lieben Dank dafür, und wenn der ein oder andere Interesse daran hat, damit einzusteigen, dann würde mich das natürlich auch freuen. Ja, ihr seid herzlich dazu eingeladen. Okay, wir gehen aber nochmal tatsächlich ganz kurz nochmal zurück eben zu dieser Serie, und ich muss sagen, wie gesagt, zweite Staffel, voll Bock drauf, sieht nice aus, Animationsstil sieht nicht billig aus, sieht echt, nach Kohle aus, nach Produktionsaufwand. Und jetzt, ich als Star Wars Fan, stellt euch mal vor, in diesem Style, in dieser Qualität eine Star Wars Serie, hau ab, Junge, hau einfach ab. Das wäre so asozial, das geht überhaupt nicht klar. Also das wäre tatsächlich mega, mega cool. Ich gucke nochmal kurz hier neben. Bombo hat gute Tipps. Lovecraft Country. Mann, jetzt geht hier mein Virusschutz auf. Country finde ich auch sehr gut. Bin gerade bei Folge 4. Nice. Schön, freut mich. Ich bin echt gespannt, Stasser. Sag mal bitte, wenn du durch bist, wie du es fandest. Also samt dem Finale, was ein bisschen kontrovers aufgenommen wird. Also dazu auch nochmal, hatte ich als Watch-Tipp Lovecraft Country. Schaut bitte mal rein. Ich möchte euch auch nochmal kurz mitgeben, da habe ich jetzt leider kein Bild für euch, weil das jetzt relativ spontan kommt. Wir hatten mal drüber gesprochen, über die Serie Nevers, die tatsächlich jetzt auf Sky angelaufen ist und eben von Joss Whedon gemacht wurde, und da sind jetzt die ersten beiden Teile draußen, und da kann ich euch nur sagen, guckt euch die mal an, die ist super nice. Die hat richtig krasse X-Men-Vibes, wobei die zweite Staffel sich davon schon wieder ein bisschen wegentwickelt, aber man merkt doch schon so die X-Men-Verbindung, und da ist eine super geile Serie. Also nochmal von mir ein kleiner Watch-Tipp, nennt sich Nevers, wie niemals, mehr oder weniger, und ist auf Sky momentan zu schauen, guckt euch an. Super, super, super geil tatsächlich. Okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal weiter. Und dann haben wir hier nämlich auch noch die ein oder andere News, wo wir nochmal drüber quatschen müssen. Und ich würde sagen, ich lasse euch gleich einfach mal das Foto hier. Und wenn ihr das Foto hier seht, dann wisst ihr eventuell auch, über was wir quatschen. Denn wir quatschen tatsächlich über Spider-Man No Way Home. Kommt raus natürlich von Disney, Regisseur John Watts, der auch den ersten und den zweiten Spider-Man gemacht hat. Hauptdarsteller wieder natürlich mit dabei, unser Spider-Man Tom Holland, und wird bei uns am 17.12. in die deutschen Kinos kommen. Dazu gibt es tatsächlich News, wo ich sagen muss, die sind doch schon ein bisschen, also die haben mich aus der Latschen gehauen. Da bin ich tatsächlich nicht so wirklich drauf klargekommen, beziehungsweise hätte die nicht erwartet. Und zwar folgendes. Ihr wisst, es wurde schon vor längerer Zeit bestätigt, dass unser Alfred Molina hier wieder zurückkommen wird in dem neuen Spider-Man No Way Home. Und zwar als Dr. Octopus. Jetzt ist es so, es war natürlich dann direkt für die meisten Leute so ein bisschen ein Anzeichen, oh, Marvel geht jetzt in die Richtung Multiverse, und was wird da gemacht, und ne, was wird da genau passieren? Sehen wir dann tatsächlich unseren Andrew Garfield Spider-Man? Sehen wir unseren Tom Holland Spider-Man dazu und Sam Raimi Spider-Man, und ne, sind da dann tatsächlich alle mit dabei, beziehungsweise Tobey Maguire Spider-Man. Jetzt ist es so, Alfred Molina, der hier den Dr. Octopus spielt, wurde interviewt, und er hat da tatsächlich die ein oder andere Bombe gezündet, die ich mit euch jetzt nochmal kurz besprechen möchte. Denn unter anderem hat der gute Herr Folgendes gesagt. In einem Interview mit Variety wurde er auf seine Rolle angesprochen zu Doc Ock in Spider-Man No Way Home, und hat da Variety erklärt, dass er doch ja schon ein bisschen älter geworden ist, und dass wir ja inzwischen aus Captain America Civil War und auch Captain Marvel gesehen haben, was man mit so einer De-Aging-Technologie machen kann, das heißt, wo man die Leute mit jünger machen kann, und dass das eben bei ihm auch angewendet wird.
Ihr seht hier nochmal den Quote. Ihr könnt es ja dann alles gerne auch nochmal pausieren und wenn ihr möchtet, auch nochmal ein Stück weit durchlesen. Da der Film natürlich jetzt inzwischen 17 Jahre her ist, an dem er teilgenommen hat, beschreibt er tatsächlich auch was, was ich sehr sympathisch finde. Er sagt, er hat inzwischen nicht nur ein Kinn, sondern er hat zwei. Nämlich ein Doppelkinn. Er läuft auch ein bisschen gebückt, aber es kriegt mir eben alles mit CGI ein Stück weit wieder hin. Er hat dann tatsächlich noch ein paar mehr Informationen gegeben, denn er hat dann sich tatsächlich mit dem Regisseur unterhalten und in einem Gespräch mit John Watts wurde ihm dann tatsächlich gesagt, dass sie ihn gerne zurück hätten als Dr. Octopus. Daraufhin hat er gefragt, ey, wie wollt ihr mich zurückholen? Und dann ist ganz wichtig, ja, hier gibt es einen Satz in dem ganzen Quote mehr oder weniger mit drin. Ich glaube, der ist, wartet mal, ich will nochmal gucken, dass es nicht vielleicht vorne der war. Wartet. Genau, hier nochmal. Und zwar der letzte Satz, no one really dies. Also er hat dann den Regisseur gefragt, sag mal, wie kann das sein, dass ihr mich da irgendwie in den Film einbauen wollt? Ich bin doch tot. Und da ist tatsächlich der Satz für mich, der das Marvel Cinematic Universe am besten zusammenfasst. Nämlich, I died, Molina said to the director. Ich bin doch tot, ich bin gestorben, sagt er zu dem Regisseur. Und der Regisseur antwortet darauf zu ihm, in this universe, no one really dies. In diesem Universum stirbt keiner wirklich. Gut, dass sie das tatsächlich auch so aussprechen. So, er hat tatsächlich in diesem Interview weitere Infos mehr oder weniger geleakt, die tatsächlich, wie ich finde, sehr viel Aufschluss über seine Rolle geben. Und die finde ich, und das ist eigentlich der eigentliche Kracher an dieser ganzen Sache. Denn er hat gesagt, in den ersten Gesprächen mit John Watts wurde ihm mitgeteilt, dass die Story sich wie folgt entfalten wird. Sie setzt unmittelbar in der Nacht in dem Fluss von Spider-Man 2 ein. Das heißt, in diesem Moment, wo Doc Ock in dem Fluss, kleiner Spoiler für einen 17 Jahre alten Spider-Man-Film, aber ihr habt es gesehen, hoffentlich alle, wenn nicht, habt ihr Pech, Doc Ock geht in diesem Fluss unter, als er sich mehr oder weniger auch für ja, Spider-Man, Tobey Maguire's Spider-Man opfert, weil er eben so seinen Darth Vader-Moment hat, wo er zu Sinnen kommt. Und in diesem Moment scheint sich wie auch immer irgendwie ein Portal zu öffnen und durch dieses Portal kommt er dann eben in dieses Multiversum und trifft dann unseren Tom Holland Spider-Man. Das stellt jetzt natürlich einige Fragen raus. Also klar ist, er hat schon gesagt, okay, sie machen das mit De-Aging-Technologie. Das heißt, sie lassen ihn so jung aussehen wie auf dem Bild, wie ihr hier seht, weil er eben unmittelbar in dieser Szene dann in einem Portal gesogen wird und dann in dem Multiversum auftaucht. Jetzt ist die Frage, wer öffnet dieses Portal? War das seine Maschine, die er in dem Fluss versenkt hat, die eventuell auch dafür gesorgt hat, dass er durch ein Portal eben in dieses Multiversum eintaucht und eben Kontakt dann hat mit unserem Tom Holland Spider-Man und mit dem MCU? Und es stellt sich natürlich da tatsächlich eine weitere Frage. Der gute Doc Ock war ein Bösewicht, der natürlich ein Stück weit auch durch diese beziehungsweise durch seine Greifarme, die so ein eigenes Bewusstsein entwickelt haben, beeinflusst wurde. Allerdings zum Ende hin dann so seinen Darth Vader Redemption-Moment hatte und doch wieder zu Sinnen kam und sich geopfert hat für seinen, ja, ich sag jetzt mal Schützling Peter Parker. Das heißt, wenn sie es jetzt so machen, dass sie ihn durch ein Portal direkt in diesem Moment in das MCU holen, versauen sie dann Spider-Man 2 für immer und diesen Moment? Das ist tatsächlich eine wichtige Frage, die man sich stellen muss. Versauen sie damit auf immer das Opfer, das er da bringt, was ja eigentlich Spider-Man 2 auch so ein bisschen ausmacht? Und tatsächlich ist es so, bevor das MCU gestartet ist oder bevor das MCU tatsächlich den ersten Marvel-Avengers-Film hatte, wurde Spider-Man 2 mit als der beste Superheldenfilm aller Zeiten gesehen, tatsächlich. Aller Zeiten. Und da würde ich nicht mal so weit davon weggehen, weil der Film ist wirklich grandios und ich liebe ihn. Und besonders dieses Opfer am Ende von Dr. Octopus macht eben diesen Bösewicht so real, ne, so greifbar ein Stück weit. Und wenn sie es jetzt so drehen, dass sie ihn aber wieder durch das Portal holen, ne, und er in dem Fluss gar nicht gestorben ist, und er dann weiterhin da diese Bösewichtenrolle hat,
ist sein Opfer dann nicht für den Arsch? Das ist tatsächlich relativ schwierig. Die andere Frage ist, warum zur Hölle muss man das machen mit der De-Aging-Technologie? Warum holt man ihn nicht aus einem anderen Universum, ne, wo er auch Doc Ock war, aber wo das anders ausgegangen ist? Ich meine, dafür hat man ja das Multiversum, um eben verschiedene Storylines zu etablieren. Ich finde es echt ganz schwierig. Die Idee an sich ist natürlich relativ geil, dass wenn man jetzt Spider-Man, die Sam Raimi Spider-Man-Filme guckt, besonders Spider-Man 2, dass man mehr oder weniger so im Kopf hat, ja, eigentlich gehören die ja fast schon mit zum MCU, weil eben Doc Ock in dem zweiten Film mehr oder weniger mit über in das MCU gehen wird. Die Frage ist nur halt echt, versaut das uns so ein bisschen das Ende? Das ist wirklich richtig, richtig, richtig schwierig. Da müssen sie wirklich extrem aufpassen. Und das ist auch immer das, was ich euch mit den Star Wars Filmen gesagt habe. Es gibt so viele Momente, wo es so geil ist, wenn man zu alten Szenen oder alten Sachen zurückgeht. Aber man muss sehr vorsichtig sein, dass man nicht irgendwelche Sachen vielleicht auf Dauer irgendwann den Leuten versalzt oder eben ein bisschen versaut. Das ist wirklich sehr schwierig. Also, nochmal zusammengefasst, es ist offiziell bestätigt, dass in Spider-Man No Way Home, dem neuen Spider-Man von Tom Holland, unser Dr. Ock dabei sein wird. Und zwar identisch der Doc Ock aus der Nacht von Spider-Man 2, als er vermeintlich stirbt. Und das ist einfach schwierig, meiner Meinung nach. Also, auf der anderen Seite können sie es cool umsetzen. Und wer weiß, vielleicht drehen sie es sogar so, ich drück's jetzt mal im Englischen aus, sein Change of Heart, den er hatte am Ende des Films. Vielleicht ist er ja sogar sowas wie ein Anti-Held in Spider-Man No Way Home. Ne? Vielleicht hilft er ja sogar den Spider-Männern, die dann wohl auftauchen, und Tom Holland. Vielleicht ist er gar nicht so der Böse, der aber vielleicht immer so ein bisschen zwielichtig bleibt, ne? Nie so komplett in das Heldending übergeht, aber eben auch nicht komplett in die Bösewicht-Richtung. Ansonsten fände ich es nämlich echt schlimm. Stellt euch mal vor, ihr guckt Spider-Man 2, ihr liebt Spider-Man 2, er opfert sich am Ende, weil er eben zu Verstand wiederkommt, und auf einmal ist er im nächsten Film und denkt, ha, nee, da bleibe ich aber doch mal böse. Du, wo ist denn die nächste Bank? Uff, schwierig. Also ich will jetzt noch gar nicht meckern, weil man nicht weiß, ne, wie sich das Ganze darstellen wird dann im Kino. Aber es ist interessant zu wissen, dass er das ist. Denn das bedeutet auch Folgendes, und das macht mir ein bisschen Angst. Wenn wir diesen Doc Ock bekommen, dann ist euch ja wohl auch klar, dass wir den Tobey Maguire Spider-Man aus Spider-Man 2 bekommen. Das heißt, sie müssen auch Tobey Maguire einen De-Aging-Filter drüber legen, wenn sie ihn nehmen. Und ich verstehe es nicht. Das ist unnötig Potenzial, dass wir wieder in Richtung Uncanny Valley kommen. Ich erkläre es immer für die Leute, die nicht wissen, was Uncanny Valley ist. Das bedeutet, dass wir einen CGI-Effekt sehen, einen Computereffekt, wo wir ganz klar merken, das ist Computer und nicht echt. Wenn man hätte sie einfach aus einem Multiversum holen können, wo sie schon älter sind, ne? Und man hätte Tobey Maguire nehmen können aus seinem Universum, aus den Sam Raimi-Filmen, aber er ist einfach älter. Und man hätte Doc Ock aus einem anderen Universum nehmen können, wo er vielleicht überlebt hat am Ende. So finde ich es wirklich richtig, richtig, richtig schwierig. Und der Michael schreibt gerade schon, da blickt doch kein Mensch mehr durch. Das ist tatsächlich so. Es ist relativ verwirrend. Wobei ich sagen muss, man wird es dann schon relativ nachvollziehbar sehen. Es bleibt ja spannend, denn Electro, so viel ist ja jetzt auch bekannt, gespielt von Jamie Foxx, wird auch nicht das Äußere haben aus Amazing Spider-Man 2. Es hört sich wirklich sehr verwirrend an. Wie gesagt, es hat viele positive Aspekte, es hat viele negative Aspekte. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, dass sie eventuell so diesen Grail, der eben Spider-Man 2 durchaus ist, tatsächlich dann eventuell ein bisschen vermatschen. Ich sehe gerade, der Held schreibt, warum muss man Tobey Maguire jung machen? Ja gut, wenn du Doc Ock jung machst und du holst denselben Spider-Man aus dem Universum, wo du denselben Doc Ock rüber hast durch ein Portal, dann ist ja Tobey Maguire auch so jung wie in dem Film. Und wenn du Tobey Maguire jetzt mal siehst, der gute Kollege hat schon die ein oder andere Falte dazubekommen und er kann kein Teenager mehr spielen, beziehungsweise kein mehr, der in der Highschool ist oder gerade so aus der Highschool raus ist. Ne? Also das müssen sie dann bei ihm schon auch machen. Also irgendwie, ja, ich bin gespannt. Es gibt ja auch wirklich noch ein paar, sehe ich gerade auch hier aus dem Augenwinkel, es gibt noch ein paar, ja, man munkelt, dass tatsächlich William Dafoe auch da ist, beziehungsweise James Franco, das glaube ich eher nicht, aber William Dafoe, da gibt es tatsächlich auch eine Theorie, dass tatsächlich William Dafoe den Oscorp
in dem Universum von Tom Holland tötet und die Rolle da übernimmt und dann, dass dann Willem Dafoe da auch in dem neuen Universum Oscorp spielen wird. Und das sind alles so, ja, also sie vermatschen die Universen sehr, was sicherlich interessant werden kann und was tatsächlich auch, denke ich, viel Potenzial bietet. Auf der anderen Seite will ich aber auch einen jüngeren Harry und sowas sehen. Ich brauche nicht den alten Oscorp da wieder wie einen. Also, wie gesagt, wenn sie jetzt so einen Multiverse-Film machen, so wie Into the Spider-Verse, kann man geil machen, kann man echt viele coole Charaktere reinholen. Es muss aber nachher nachvollziehbar sein. Und ich glaube tatsächlich, dass Sony das relativ schlau macht, einfach nur aufgrund dessen, so schaffst du es, wieder Spider-Männer zurückzuholen, die eventuell dann in Standalone-Filmen für sich wieder eine Reihe spielen können, wo du nicht in Zusammenarbeit mit Marvel dich abstimmen musst. Also ich glaube tatsächlich, dass das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Film wird für die Marke Spider-Man in der Zukunft. Und ich bin sehr gespannt, was da noch so alles rauskommt tatsächlich. Ich will nur mal kurz gucken, denn ihr habt ja fleißig noch was geschrieben. Ich scroll noch mal nach oben. Wo waren wir? Ja, werde heute Abend noch anfangen, hat mich abgeholt. Da meinst du bestimmt die Netflix-Serie. Oh ja, mach mal und bin echt gespannt. Sag mir dann mal Bescheid, Justin. Dann gucken wir mal. Der Leon schreibt noch, kommt in Star Wars Visions nicht eine Serie mit mehreren Styles pro Folge, ein anderer Stil? Ja, kann schon sein, nur ob das so ernsthaft ist wie hier oder das wie der Kinderstyle ist halt die andere Frage. Die Musik vom Trailer war, glaube ich, der Valkyrienritt, okay. Unbreakable schreibt, Visions soll wohl anime-mäßig werden vom Style her, was ich super geil finde. Stimmt, es war eher Anime-Style. Der Marco schreibt, wer Lovecraft Country mag, dem könnte ich auch Sam empfehlen. Gibt's auf Amazon Prime. Hab die erste Season am Wochenende komplett durchgesucht. Der Trailer war sehr geil. So ein bisschen Horror-Vibes halt. Ich bin so gehypt tatsächlich, schreibt der Leon zu Spider-Man. Unbreakable schreibt, Spider-Man 2 und 3 habe ich erst gestern gesehen. Ich liebe die Filme. Oh, 3 mit dem tanzenden Tobey Maguire. Aber 2 ist mega nice. No Way Home wird bestimmt super. Ja, ich habe auch große Hoffnung. Kalito ist am Start. Grüß dich. Hallo Bombo, geiler Tag heute, die Bombo-Show. Schalke runter in die zweite Liga. Was will man mehr? Du Drecksack. Da bin ich ganz ehrlich, kurzer Real Talk zu Sport. Da bin ich traurig drüber, auch als Dortmund-Fan. Ich will Derbys und so. Und der Verein gehört da einfach nicht hin. Ich muss schon mal lachen, wenn der Verein Misserfolg hat. Aber so in die Vernichtung schon fast, das gönne ich keinem. Nicht mal Schalke. Dann gehen wir mal weiter. Der Unbreakable hat noch geschrieben, er ist heute einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten. Würde ich zustimmen. Ich glaube, es kommt darauf an, ob Doc Ock dann noch der Böse sein wird oder nicht. Genau, meinte ich ja auch. Vielleicht hilft er auch Tom Holland Spider-Man in irgendeiner Art und Weise. Das wäre meine Hoffnung. Aber wenn er im neuen Film dann wieder richtig böse ist, finde ich das auch blöd. Vielleicht kommt er ins neue Universum, ist ein Anti-Held durch die manipulativen Arme. Ja, vielleicht ist er auch so ein bisschen ein zwiespältiger Charakter, der natürlich immer mit seiner Natur kämpfen muss, weil er eben nach links und rechts gerissen wird. Ne? Da blickt doch kein Mensch mehr durch, genau. Der Okan hat geschrieben, da ich Spider-Man 2 am langweiligsten finde und der Film mir absolut nichts gibt, ist mir das Ende relativ egal. Von daher wäre das für mich nicht so schlimm. Schreibt mal bitte alle für den Okan Hashtag Schande in die Kommentare. Der Held schreibt, warum muss man Toby jung machen? Also hatte ich schon. Sind nicht noch mehr bestätigt in der Trilogie William Dafoe und James Franco? Bestätigt und wirklich offiziell bestätigt ist nur unser Doc Ock. Kirsten Dunst soll auch dabei sein, wird gemunkelt, genau, ist aber noch ein Gerücht. Hoffentlich kommt Topher Grace nicht zurück. Tatsächlich, den brauchen wir nicht als Venom. Dann gucken wir mal. Unbreakable schreibt noch, ich fand den dritten, den New Goblin und den Sandman supergeil. Sandman war super, stimmt. Der tanzende Peter und Eric Foreman Venom war nicht so geil. Marco schreibt, wenn man im Fußball noch was feiern kann, dann, dass die bescheuerte Super League erstmal nicht kommt. Dem kann ich auch tatsächlich nur zustimmen. Ja, also bin echt gespannt, wie das ganze Thema hier weitergeht, aber das war doch schon, würde ich behaupten, so eine kleine Bombe. Und ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir tatsächlich auch mal mehr oder weniger zum nächsten Trailer, der hier ansteht, denn da habe ich natürlich noch was, wo wir nochmal drüber schnacken müssen. Und das wäre in diesem Fall nicht das, sondern das.
Army of the Dead wird auf Netflix laufen. Regisseur ist The Godfather, Zack Snyder. Und ja, in einer Rolle ist auch Dave Bautista mit dabei. Den habe ich jetzt einfach mal so rauserkoren als eine der größten Rollen, die ich da hinschreibe. Und ist sicherlich durch das MCU auch. Und auch durch Filme wie zum Beispiel Blade Runner und so dem einen oder anderen jetzt auch einen Namen. Apropos, ich gebe euch jetzt noch mal einen kleinen Watch-Tipp, wenn es um Dave Bautista geht. Wenn ihr Sky habt, guckt euch bitte den Film Stuber an. Da spielt er einen Polizisten, der ein Uber holt, weil er an den Augen operiert wird. Und dieser Uber-Fahrer soll ihn dann mehr oder weniger von Tatort zu Tatort kutschieren. Ich hab Tränen geheult. Der Film ist so geisteskrank lustig. Merkt's euch, Stuber wird so geschrieben, wie man sich's denkt. Tatsächlich wie Uber, nur mit ST. Denn der Typ, der den Uber fährt, heißt Stu. Und der wird immer so ein bisschen abfällig von den Leuten als Stuber dann bezeichnet. Super, super geiler Film. Guckt ihn euch an. Okay. Ja, wir sind bei Army of the Dead, Zack Snyder. Es wird gemunkelt, dass Zack Snyder tatsächlich inzwischen einen Exklusivdeal mit Netflix abgeschlossen hat, der über zig Millionen gehen soll und er tatsächlich, doch den einen oder anderen Film machen darf. Netflix ist übrigens auch dafür bekannt, dass sie den Filmemachern freie Hand lassen. Und wir wissen, dass Zack Snyder das tatsächlich auch ein Stück weit braucht und möchte. Und dass das dann ganz oft tatsächlich auch ein Stück weit den Film zugutekommt, wenn man ihm diese Möglichkeit auch gibt. Ja, jetzt kam der erste Trailer raus. Man konnte sich nicht wirklich so was darunter vorstellen. Ich hatte immer so den Gedanken, wo man so die ersten Bilder gesehen hat, dass das so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen ist er sicherlich auch so ein total verkitschter Comedy und da fällt auch mal ein Zombie um Film sein wird und nicht wirklich so ein Zombie-Film, der zumindest die Zombies halbwegs ernst nimmt und es ist doch nicht so ein absoluter Obertrash, wie ich jetzt gedacht hätte, sondern hat so ein bisschen einfach auch seinen Zack Snyder-Flair und sieht nicht verkehrt aus. Ich werde euch jetzt mal den Trailer einspielen und dann schnacken wir nochmal kurz über den Trailer. Mr. Ward. Ja? Was halten Sie davon, 50 Millionen Dollar zu verdienen? On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life. Siehst doch mal so. Alles, was wir getan haben, alle, die wir gerettet haben. Was hat es uns gebracht? Was wäre, wenn wir dieses Mal etwas nur für uns machen? Hast du Bock zu spielen? Es liegen 200 Millionen Dollar in einem Tresor unter dem Strip. Sie haben 32 Stunden, um es rauszuholen. Finden Sie den Safe. Es wird ein Kinderspiel, rein und wieder raus. Du kannst immer noch umkehren. Was ist das? Sie sind nicht das, wofür ihr sie haltet. Sie sind schlauer. Sie sind schneller. Sie arbeiten zusammen. Oh, Scheiße. Was ist das? Es ist ein gottverdammter Zombie-Tiger.
Das geht eindeutig zu weit. Oh mein Gott, was hab ich Bock drauf? Was hab ich unfassbar Bock drauf, tatsächlich. Ich habe gerade eben schon gelesen, der Unbreakable hat geschrieben, Ocean's 11 trifft Zombieland. Mit Ocean's 11 kann ich zustimmen. Tatsächlich ist es aber so, ich habe nicht so diesen krassen Zombieland-Vibe, weil ich das Gefühl habe, auch wenn die Charaktere abgedreht sind, hat der ganze Film trotzdem ein Stück weit, ich kann es schwer beschreiben, aber ein Stück weit ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit noch mit dabei. Und ist eben nicht so komplett auf blöd gemacht. Also das wird sicherlich kein Film sein, wo sie in ein Einkaufszentrum gehen und bauen aus irgendwelchen Dildos Zombie-Killing-Waffen oder sowas, ne? Also ihr wisst, was ich meine, so komplett abgedreht. Denke ich, wird es nett sein, auch wenn wir hier einen weißen Zombie-Tiger sehen. Ja, abgefahren, ich habe echt Bock drauf. Ich glaube, das wird echt ein Fest. Das wird so ein richtiger Film mit Zack Snyder-Vibe, aber eben auch Spaß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Justin hat hier gerade geschrieben, hasse so krasse Zombies. Ich hasse nichts mehr als diese bescheuerten Walking Dead Zombies, die einfach nur geisteskrank langsam sind und so lächerlich, die einen einfach nur jedes Mal in der Serie kriegen, weil man 500 Mal aufs Maul fliegt und dann der Schlüssel vom Auto in die Gully fällt und was weiß ich. Ansonsten ja, sind die total Banane, aber so diese 28 Days Later Zombies, die wirklich rennen, sich überschlagen und sowas, wow. Das sind tatsächlich für mich die absolut heftigsten und das sind auch immer die, wo ich sage, da kriege ich richtig Paras in den Zähnen und da kann ich dann auch wirklich mitfiebern. Ja, geiler Film, guckt ihr ihn euch an, ich werde ihn mir definitiv angucken. Ich habe jetzt hier schon gesehen, Matthias Schweighöfer, seid ihr nicht so Fan davon, der Michael findet ihn ganz gut. Ich muss auch sagen, ich finde ihn katastrophal, da kann der gute Herr aber gar nichts dafür, sondern einfach, der war eine Zeit lang zu überpräsent, der wurde in jede deutsche Produktion gesteckt und das war ein bisschen anstrengend. Ich finde aber, er passt irgendwie so als bescheuerter Klischee-Deutscher in diese Truppe tatsächlich ganz gut rein und ich bin einfach gespannt. Ich habe tatsächlich echt einfach Bock auf die ganze Geschichte und ja, der Stasser sagt, würde sagen, back to the roots. Sein Erfolg hat mit Dawn of the Dead ja auch angefangen, was übrigens auch eins der geilsten Reboots aller Zeiten ist, meiner Meinung nach. Der Marco schreibt, Zack Snyder und Zombies geht eigentlich immer klar. Seit Dawn of the Dead Remake finde ich immer noch klasse. Finde die Zombies bis heute am bedrohlichsten und nicht nur, weil sie rennen. Ja, aber gerade dieses Rennen, die Geschwindigkeit, das macht es einfach aus. Das ist das, ne, und darum finde ich auch World War Z oder World War Z, wie auch immer man das aussprechen möchte, immer tatsächlich aus dem Grund auch richtig, richtig nice. Ja, und dann würde ich sagen, dann gehen wir mal weiter und wir haben tatsächlich noch das ein oder andere Thema. Ich gucke nochmal, der Justin hat noch was geschrieben. Ja, aber gerade bei The Walking Dead finde ich die Zombies noch realistisch. Darum habe ich die Serie auch bis zur 6. Staffel geliebt. Ich weiß nicht, inwiefern man Zombies in irgendeine Art Realismus einordnen kann. Aber ich sag mal so, wenn man über Realismus spricht, dann denke ich, sind Infizierte, die nicht anfangen zu schimmeln und das halbe Gesicht weg ist und trotzdem weiterlaufen, dafür einfach ein infizierter Organismus sind, so wie bei World War Z, eher an dem, was man realistisch nennen kann, als die Serie. Die Serie ist, glaube ich, was Realismus angeht, in einem anderen Universum. Die Zombies von Maze Runner waren auch echt heavy. Unbreakable schreibt, und am Ende kommt raus, der Film ist ein Teil vom Snyderverse mit Post-Credit-Scene. Ich glaube eher nicht. Okay, dann gehen wir weiter. Wir haben tatsächlich noch das ein oder andere Thema, denn unter anderem haben wir noch folgendes Thema. Die guten Herrschaften, die ihr hier seht, das ist der Cast von der Lord of the Rings Serie, die uns tatsächlich sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr erreichen wird. Da bin ich mal gespannt, inwiefern uns da natürlich aufgrund der Pandemie etc. das Ganze eventuell noch oder uns da noch einen Strich durch die Rechnung gemacht wird. Wir hoffen es mal. Wird bei Amazon Prime tatsächlich ausgestrahlt. Hau rein.
Und ja, wie ihr hier sehen könnt, der Cast wurde schon seit längerer Zeit bekannt gegeben. Ich würde jetzt mal sagen, da sind jetzt nicht die Hardcore-A-Lister mit dabei. Die Dame in der ersten Reihe, die erste, die ist vielleicht dem einen oder anderen von euch eventuell bekannt. Das ist die Cynthia Adai Robinson. Das ist die gute Dame, die unter anderem auch in Spartacus mitgespielt hat. Und da wahrscheinlich so mit die bekannteste ist aus dieser, beziehungsweise dafür für sich mit am bekanntesten ist. In der zweiten Reihe, der zweite Herr, der ist mir eben bekannt, weil er eine Rolle hat, eine nicht ganz so große Rolle, aber doch schon eine Rolle in Discovery of Witches, diese Serie mit Vampiren und Dämonen etc., die momentan auf Sky läuft, die tatsächlich auch nicht schlecht ist. Ja, ich bin echt gespannt. Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, der letzte in der zweiten Reihe, der sieht auf jeden Fall aus, als wäre er Gollum, so böse sind wir aber nett. ja, und guck mal. Was ihr jetzt seht, ist aber nicht die News, ne? Denn es ist tatsächlich so, dieser Cast ist schon relativ lange bekannt. Die News, die allerdings die eigentlichen News sind, sind die erste Staffel wird fucking 465 Millionen Dollar kosten. Darf ich das nochmal sagen? 465 Millionen Dollar bis eventuell sogar 650 Millionen Dollar. Jetzt muss man, ist aber nicht hundertprozentig bekannt, die Zahl ist bekannt, aber eventuell noch 250 Millionen abziehen, die Amazon tatsächlich bezahlt hat, um die Rechte eben von dieser Tolkien, von diesem Tolkien Estate zu bekommen, diese Familie, diese Firma, die eben diese Rechte noch verwaltet. Aber selbst dann ist die Summe geisteskrank, wenn wir in Richtung 650 Millionen gehen. Wobei man davon ausgeht, dass es nicht so sein wird. Wir reden hier über die erste Staffel, die momentan, obwohl es noch nicht offiziell bestätigt ist, auf 6 Teile angelegt ist. Das bedeutet, die Serie, die momentan mit die teuerste Serie ist, ist WandaVision oder auch Game of Thrones, mit diesen Kosten verdreifacht die Serie die Kosten einer dieser beiden Serien. Pro fucking Staffel. Ey, wisst ihr, was das bedeutet? Es gibt keinen Film in jüngster Zeit, der in die Richtung 650 Millionen Dollar Produktionskosten kommt. Endgame und Infinity War zusammen vielleicht, ja. Aber für eine Staffel. Jetzt kann man natürlich sagen, viele lassen sich durch Zahlen relativ schnell hypen. Zahlen bedeuten keine Qualität. Ich denke, das wisst ihr und ich denke, das ist auch nichts Neues. Allerdings muss man schon sagen, bei diesen Zahlen kann man davon ausgehen, dass die Visual Effects, die auf der Matscheibe flimmern werden, wirklich top-notch sein werden, das Beste, was es momentan gibt. Man wird wahrscheinlich sehr, sehr viele Extras für große Schlachten beigeholt haben. Man wird wohl sehr, sehr viel praktisch machen. Es gibt wohl wieder riesengroße Sets, das ist unfassbar. Jetzt ist es so, die Serie wird ja schon seit Ewigkeiten auf Neuseeland gedreht. Und sie haben ja niemals seit den ersten Herr-der-Ringe-Filmen ja die ganzen Sets von Hobbing und was sie da alles aufgebaut haben, niemals wirklich abgebaut. Das heißt, die stehen ja noch. Das heißt, auch da haben sie vielleicht schon den ein oder anderen Euro gespart und können auch auf alte Assets, auf alte Teile, auf alte Requisiten zurückgreifen. Da muss man sich einfach mal diese Summe auf der Zunge zergehen lassen. 650 Millionen Euro, Dollar. Das macht diese Serie, und ihr könnt es da lesen, zu der am teuersten produzierten TV-Produktion aller Zeiten. Da muss ich schon sagen, aus diesem Grund, wie gesagt, Geld nicht gleich Qualität, ist mein Hype aber, was die Serie angeht, wirklich auch ins Unermessliche gestiegen. Einfach nur, weil ich wissen möchte, wo das Geld hingewandert ist. Das muss ja irgendwo hingewandert sein, wo du dieses Geld spürst, mehr oder weniger. Weil wenn es wirklich in die Richtung 650 Millionen Dollar geht, ist das geisteskrank. Ist das wirklich absolut geisteskrank? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich meinen Hype für die Herr-der-Ringe-Serie einordnen würde, dann ist es wirklich fast ein Sakrileg, aber da ist das fast über der Obi-Wan-Serie. Weil diese Herr-der-Ringe-Trilogie einfach perfekt ist und für mich tatsächlich ist mir egal, was alle anderen sagen, die Hobbit-Trilogie auch, ich dieses Universum liebe und so gespannt bin,
wo sie diese ganze Serie einordnen. Also ich weiß, dass es im zweiten Zeitalter stattfinden wird, etc. Aber inwiefern sie das in diese Filmhistorie mit einordnen, in das Filmuniversum, das bleibt tatsächlich relativ spannend. Und wird vielleicht Amazon auch durch die Rechte, die sie gekauft haben, vielleicht sogar einen Feature-Film machen, einen Kinofilm machen? Es bleibt echt spannend, aber das sind Zahlen, die sind unfassbar. Und was ich tatsächlich zu der Serie bis jetzt auch unfassbar finde, es gibt kaum News oder kaum Setbilder, es gibt kaum irgendwelche Leaks oder Story-Details oder sowas. Also sie halten das wirklich relativ geschlossen, was es hier, was die ganze Produktion angeht. Und ich bin einfach nur baff. Was wollt ihr denn in so einer Serie sehen? Was erhofft ihr euch in so einer Serie? Was für Szenen, was für Charaktere wünscht ihr euch? Es spielt ja etliche Jahre tatsächlich vor der Herr der Ringe-Trilogie. Es geht um die Dúnedain mit, wo ja auch der Aragorn davon ist, nämlich um dieses alte Volk, das menschenähnlich ist, aber viele hunderte Jahre lebt tatsächlich. Es ist einfach total spannend. Okan, du bist ja auch im Chat. Da kommt dein Einsatz. Aragorn, was folgt danach? Ihr werdet es gleich sehen im Chat. Ja, also wirklich, uff. Es ist tatsächlich, also ich weiß gar nicht, was ich da noch sagen soll. Hype ist unreal, was diese Serie jetzt angeht. Und ich bin mal gespannt, wann es wirklich so die ersten Hintergrundinformationen gibt zu der Serie. Vielleicht sogar das erste bewegte Bildmaterial, wobei wir davon noch relativ weit entfernt sind, glaube ich. Okay, dann gucken wir mal, was ihr ansonsten noch geschrieben habt. Hoffentlich wird das Geld schön in einen Balrog-Fight gesteckt. Das wäre natürlich nice. Bin auch mal gespannt, inwiefern sie da vielleicht sogar tatsächlich Gandalf einbauen, wie sie das dann machen. Ne? Weil Ian McKellen wird es wohl nicht machen, ob es einen anderen Schauspieler oder eventuell CGI. Also bin echt gespannt. Ich liebe die Hobbit-Filme, die machen echt mega Spaß, finde ich auch. Flieht ihr Narren, schreibt der Stasser. Genau, und da ist das, auf das ich gewartet habe, was der Okan geschrieben hat. Aragorn, Aratons Sohn, das ist sein Tick, sein Zwang. Wenn man Aragorn sagt, muss man sofort, erwidert er Aragorns Sohn. Ja, also absolut Bock drauf. Wie sieht es bei euch aus? Ja, dann gehen wir jetzt mal zu was über, wo ich sagen würde, ich glaube, dass das keinem von euch entgangen ist, was da, in den letzten Tagen released wurde. Und das ist ein Trailer zu Shang-Chi. Ich will noch mal kurz gucken, bevor wir auf Shang-Chi eingehen. Ihr habt noch was geschrieben. Ich mag die Hobbit-Trilogie auch. Es kommt nicht an die anderen ran, aber war auch nie beabsichtigt. Es ist schließlich die Verfilmung eines Kinderbuchs. Sehe ich auch so. Ich will was Neues sehen aus dem Universe. Neue Charaktere, neue Orte und Co. Bin ich absolut bei dir, Unbreakable. Sehe ich genauso. Ja, zurück zu Shang-Chi. Ich sag euch gleich ganz ehrlich, und das wisst ihr auch, ich war noch nie einer, der euch irgendwas vorgegaukelt hat. Ich kann mit dem Charakter gar nichts anfangen. Also ich habe keine Berührungspunkte tatsächlich, was irgendwie mit den Comics, mit dem Charakter zu tun hat. Der Charakter sagt mir tatsächlich so ein bisschen was, weil ich mich mal so ein bisschen über Iron Fist eingelesen hatte und was es da so gibt. Und die beiden haben ja Berührungspunkte. Unter anderem findet ja Iron Fist, dass Shang-Chi der beste Hand-to-Hand-Combat-Fighter ist, den es tatsächlich gibt. Gesundheit, schreibt der Michael. Und wirklich, ansonsten weiß ich so gut wie gar nichts. Das heißt, ich hatte eigentlich im Prinzip auch keine Erwartung. Für mich war das aber das asiatische Black Panther. Beziehungsweise das, was Black Panther für die afroamerikanische Community sein sollte, war mir klar, das sollte Shang-Chi sein. Nämlich einfach ein asiatischer Film mit asiatischer Hauptbesetzung, mit asiatischem Cast, mit asiatischen Schauplätzen. Und ich denke, das werden wir hier auch bekommen. Dementsprechend bin ich tatsächlich relativ anspruchslos an den Trailer, an den Film rangegangen. Ich spiele euch jetzt mal kurz den Trailer ab und danach quatschen wir nochmal, was wir da gesehen haben. Ich gab dir 10 Jahre, um dein Leben zu leben. You see me rise. Und was hast du daraus gemacht? Du warst immer in meinem Schatten. Sir!
Ich trainierte dich, sodass nicht einmal die gefährlichsten Männer der Welt dich töten könnten. Sohn, es ist Zeit, deinen Platz einzunehmen an meiner Seite. Das wird nicht passieren. Du kannst nicht davor weglaufen, wer du wirklich bist. Wer bist du? Oh Gott. Alle festhalten! Wir sind ein gutes Team! Ja, wie fandet ihr den Trailer? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich von dem Trailer begeistert. Und das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, weil, wie gesagt, ich habe den Charakter null auf dem Zettel gehabt, aber ich bin richtig hyped auf den Film jetzt. Martial Arts im Marvel Cinematic Universe. Hell yes, bitte auf jeden Fall morgen das Ding rausbringen, damit ich mir das anschauen kann, obwohl der eben noch ein bisschen dauert, aber Kollege, ist der Trailer nice. Und ich hoffe tatsächlich auch hier, denn dadurch, dass Shang-Chi wohl im Marvel Cinematic Universe als der beste Hand-to-Hand-Combat-Fighter gilt, den es gibt, dass das jemand wäre, der tatsächlich so jemand wie, hier Captain America oder so absolut zweifach den Rang ablaufen würde. Das erhoffe ich mir. Und die Fight-Szenen sehen hier schon richtig geil aus. Ich hatte bei der Ausbildung, bei den Ausbildungs-Flashbacks von ihm tatsächlich so ein bisschen 300-Vibe. Ne, sah auch so von der Farbgestaltung so aus. Und ich finde auch an sich die Cinematografie, wie der Leon sagen würde, ist tatsächlich in dem Film nicht so Marvel-typisch. Also besonders diese Flashbacks, wo er als Kind trainiert wird, die erinnern doch schon so ein bisschen mit so einem Graufilter drüber, fast Zack Snyder 300-like, ne, als Leonidas trainiert wird. Ich finde es tatsächlich richtig cool. Ich finde auch eine Sache tatsächlich relativ cool. Guckt euch das mal an, denn in dem Film, habt ihr sicherlich mitgekriegt, ist der Mandarin, beziehungsweise der Mandarin, der Hauptbösewicht, den wir schon im Marvel Cinematic Universe tatsächlich eingeführt bekommen haben in Iron Man 3, der dann aber doch fake war, etc. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und die Hauptwaffe des Mandarins ist ja eigentlich, der hat 10 Ringe an den Händen. Und sie haben das jetzt einfach aufgrund dessen, dass sie mit Thanos dieses ganze Thema mit eben Ringen und Steinen an der Hände schon hatten, das Ganze jetzt so umstrukturiert, dass es diese Ringe am Unterarm sind. Und ich kann euch nur eins sagen, ich find's mega cool, diese Änderung. Ich wette mit euch aber jetzt Kohle. Wäre das DC gewesen, wäre das Internet wieder in Flammen aufgegangen. Das ist so ein bisschen dieses verblendete Marvel-Fanboy-Dasein von vielen. Da ist alles eh Zucker und ist alles eh super toll. Das gibt's, da kann mir einer erzählen, was er will. Wäre das, echt, das Internet wäre implodiert bei sowas. Ich finde es den absolut richtigen Weg. Und Marvel macht seit jeher Sachen, wofür DC teilweise kritisiert wird. Die scheißen auf manches Source Material, die scheißen auf manche Hintergründe, sondern machen das Bestmögliche für den Film. Und das finde ich hier tatsächlich auch ganz cool. Und wir sehen hier tatsächlich auch, das ist doch auch mal The Real Mandarin, Please Stand Up. Das ist doch mal richtig nice. Nicht Ben Kingsley, der den, wie gesagt, in Iron Man 3 gespielt hat. Wobei man sagen muss, guckt euch bitte nochmal den Iron Man 3 Trailer an. In dem Iron Man 3 Trailer ist der sowas von krass. Da kriegt man so Herzklopfen, weil man denkt, ach du Scheiße, er will Tony richtig vernichten. Und wir wissen ja, wie das Ganze ausgegangen ist. Und ich finde es so krass, dass Marvel diesen Charakter so verschissen hat, des Mandarins, dann
aber die Community absolut, wie kann das sein, was macht ihr mit dem Mandarin, wie kann man den so versauen, und sie dann einfach nochmal einen Kurzfilm hinterher drehen, wo sie dann in dem Kurzfilm erklären, das war eigentlich gar nicht der richtige Mandarin, sondern es gibt einen richtigen Mandarin. Außerdem für die von euch, die es eventuell nicht wissen, gibt es so kleine Easter Eggs. Es gibt einen, der eben von dieser Organisation, dieser Ten Rings, gibt es tatsächlich einen, der hat ein Tattoo am Hals, dasselbe Bild mit diesen 10 Ringen, das ihr gerade hinter dem Mandarin seht, hat er am Hals tätowiert, der ist in Ant-Man. Es gibt einen in Iron Man 2, der gibt hier unserem russischen Wo ist mein Vogel Kollegen, die Unterlagen zu Tony Stark. Das heißt, wir haben so mehrere kleine Hints in Richtung dieser 10-Ringe-Organisation tatsächlich schon bekommen, und ich bin wirklich mega, mega gespannt, was das Ganze angeht. Justin schreibt, muss los, gleich spielt die richtige Borussia, schönen Abend noch. Ja, ich werde dann tatsächlich auch Schluss machen, also ich habe noch eine Viertelstunde in etwa, wo ich am Start bin, und werde noch ein kurzes Thema haben, und dann werde ich mich auch zu Fußball ausklinken. Wünsche dir viel Spaß, drück unseren Jungs die Daumen, Justin, bis dann. Ja, also sehr geil, wie fandet ihr den Trailer? Es ist tatsächlich so, es gibt so ein paar Sachen, die ich nochmal ganz kurz ansprechen will, unter anderem finde ich das hier auch ganz cool, ne? Diese Viecher, die man sonst so irgendwo beim Chinesen sieht, wenn man essen geht oder so, diese komischen Halbdrache, Halbwolf oder so, die sehen wir ja tatsächlich auch in so einer epischen Schlacht, die wahrscheinlich auch so ein kleiner Flashback ist, sehen wir die tatsächlich in, ja, würde ich sagen, realer Form, was ich relativ geil finde. Und dann muss ich noch sagen, wie geil ist denn bitte das Design des Bösewichts? Alter Vater, ich weiß, da heißt irgendwas mit Kill, so und so, kenne ich nicht, darum will ich da gar nichts behaupten, was das für ein Charakter ist oder wer das in Wirklichkeit sein könnte. Fakt ist allerdings, der sieht so geil aus, und der Move, als er gegen Shang-Chi kämpft und Shang-Chi gerade so in die Luft geht und ihn treten will und er dann aber ihn als erstes trifft und auch so einen Kick in der Luft macht. Alter Vater, ist der Typ grandios und sieht das tatsächlich geil aus. Ja, ich würde sagen, ich hatte tatsächlich noch eins, zwei mehr, über die wir quatschen wollen. Ich habe nämlich, und da gehen wir eventuell auch ein bisschen schneller durch, ja? Denn ich habe unter anderem noch die Info, die auch bei mir ganz wichtig, jetzt hier natürlich auch im Titel dieser Show steht, darum will ich die auf jeden Fall mit aufgreifen. Denn ihr habt sicherlich mitgekriegt, dass ein Flash-Film kommen wird. Regisseur wird Andy Muschietti sein, der unter anderem die S-Filme gedreht hat, eigentlich aus dem Horrorfilm mehr oder weniger in diesem Fall, dann kommt, oder seine letzten Erfolge waren diese beiden Horrorfilme, die ich beide übrigens sensationell geil finde. Und dieses ganze Thema Flash, je nachdem wie ihr es verfolgt habt, wisst ihr, das war ein heilloses Drama, also war wirklich ein absolutes Chaos. Drehbuch wurde geschrieben, Regisseur ist abgesprungen, neues Drehbuch geschrieben, Regisseur ist wieder abgesprungen, DC Universe ist in sich zusammengebrochen, was machen wir damit, etc. Jetzt ist es so, tatsächlich haben sie jetzt die Produktion gestartet, sie sind am Set und filmen, man kann es kaum glauben, und es wurde jetzt tatsächlich offiziell bestätigt von der Agentur von Michael Keaton, er ist Bestandteil des Films und ist definitiv wieder in seiner Rolle als Batman zurück. Es ist nicht klar, ob wir hier in dem Film tatsächlich, wie hier auf dem Bild, wir ihn tatsächlich auch nochmal im Kostüm sehen. Muss ich ganz ehrlich auch nicht. Ich muss keinen Opa im Batman-Kostüm nochmal sehen. Kommt drauf an. Vielleicht machen sie da auch irgendein De-Aging, was ich nicht wirklich hoffe. Ben Affleck wird auch mit am Start sein. Ich hoffe tatsächlich, dass die Gerüchte nicht wahr sind, dass Michael Keaton so die Batman-Rolle des DC-Universes übernehmen wird und so der Nick Fury des Universums sein wird. Denn ich will einen fucking richtigen Batman haben und nicht Opi, der da rumläuft mit irgendeinem Exoskelett, das einen aufrecht hält oder so. Denn da gab es mal geleakte mehr oder weniger Storyboards, wo man das gesehen hat, dass er wohl mit so einem Exoskelett rumläuft. Spannend. Und tatsächlich ist es ja so, diese Flashpoint-Film, und in die Richtung soll es ja gehen, nämlich in einer Art Flashpoint-Story, soll das DC-Universe eben mehr oder weniger auf ein neues Level hieven und mehr oder weniger dann der Startschuss sein für das neue DC-Universe. Und man möchte da eben den neuen Weg ebnen, mehrere
ja, Storystränge kappen und eben zu einem zusammenführen, was man eben mit so einem Multiversum machen kann, was Spider-Man jetzt auch macht und was auch Doctor Strange Doctor Strange irgendwas Multiverse da machen wird. Denn das wird das ganze Multiversumsthema nämlich ein Stück weit aufführen. Und dann kann man nämlich, Multiversum ist für mich immer eigentlich mehr oder weniger das, ja, der Elfmeter, um dann sich so das berühmte Cherry-Picking zu machen. Das heißt, was gefällt mir am besten? Das finde ich gut, behalte ich. Das finde ich gut, behalte ich. Das finde ich nicht gut, schmeiß mal aus dem Universe raus. Das finde ich gut, nehme ich mit rein. Das kann man mit solchen Zeitreisen, mit solchen Multiversumsgeschichten machen und das wird hier wohl auch passieren. Ja, wie findet ihr Michael Keaton? Wer ist euer Lieblings-Batman? Schreibt es mal in die Kommentare. Seid ihr eher Team Bale? Seid ihr eher Team Keaton? Seid ihr eher Team Batflag? Seid ihr vielleicht sogar schon Team Patterson, obwohl man das echt nicht sagen kann, weil man da noch nicht viel gesehen hat. Ich muss sagen, der erste Batman schon mal gar nicht. Das ist, ich weiß, es ist ein Sakrileg, aber ich finde Batman Returns einfach fünfmal besser. Der Suit von Batman Returns ist auch fünfmal besser. Und ich hoffe auch, dass er im Film den haben wird und nicht den aus dem 89 Batman. Wobei mich das jetzt auch nicht so stören würde, wenn sie den geupdatet nochmal da zeigen. Und für alle Hot Toys Sammler, die haben wahrscheinlich die Möglichkeit, wahrscheinlich spätestens bei dem Film die Figur nochmal zu bekommen. Ja, was haltet ihr davon? Ich bin echt gespannt, jetzt auch, wo es wirklich sicher ist und safe, dass er mit dabei ist, in welche Richtung sie gehen werden und ganz besonders, was sie in diesem Cinematic Universe eben mit Batman anstellen werden. 4.11.2022 wissen wir mehr, Leute. Dann gucken wir mal. Wer wird Reverse Flash sein? Weiß man das schon? Nein, weiß man tatsächlich bis jetzt noch nicht. Ich liebe die alten Batman-Filme. Ich finde sie auch cool. Wie gesagt, Batman Returns für mich absolut Number One. Michael, der einzig wahre Batman, schreibt der Michael schon, okay, in the Multiverse of Madness. Hätte mich auch gewundert, wenn der Leon jetzt nicht die Verbesserung schreibt, aber danke dafür. Der Stasser, vor allem das alte Batman-Theme ist Hammer, das stimmt, wobei ich sagen muss, im Vergleich zu Nolans Batman-Theme ist das tatsächlich, finde ich, nochmal, ja, weiß ich nicht, ist für die Zeit, wo es rauskam, ist es okay. Unbreakable schreibt Batflag, Leon schreibt Batflag, Okan schreibt Team, jeder Batman hat seine Daseinsberechtigung. Oh, der Okan ist heute die Batman-Schweiz, was ist denn hier los? Der Marco schreibt Keaton und Batflag. Ja, ich bin also ganz klar Batflag. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir hier bei dem einen oder anderen von euch und vielleicht auch bei mir Patterson lesen könnten, wenn der Film so rauskommt, wie man das erhofft und wenn, ne, wenn der Trailer das wiedergibt, was man sich mehr oder weniger tatsächlich so erhofft. Ja, wir kommen noch zu einem Thema, das ich ja jetzt schon das letzte Mal verschoben habe und dementsprechend mit reinnehmen muss. Ich bitte euch nur nochmal, alle, die jetzt noch am Start sind, live dabei, drückt den Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat, Daumen nach unten, wenn es nicht gefallen hat, das passt. Lasst die Glocke da, dann wisst ihr, wann ich das nächste Mal live bin, obwohl ich ja einen festen Plan habe. Ihr wisst Bescheid, jeden Mittwoch, jeden Sonntag um 19 Uhr ist Bombo Showtime, da bin ich für euch am Start, aber es würde mich trotzdem freuen, wenn der ein oder andere, der jetzt zuguckt, kein Abonnent ist, vielleicht Abonnent wird oder wie gesagt, auf die Glocke und auf den Daumen drückt. Und ansonsten bitte ich euch alle, die jetzt noch zuschauen, der erste Link in der Beschreibung ist der Link zu dem Musikvideo, das der Okan abgedreht hat. Schaut doch mal kurz vorbei und drückt von mir aus nur auf den Daumen oder hört euch auch das Lied ganz an, es wäre natürlich noch besser, aber einfach um unsere Community ein bisschen zu unterstützen und zu pushen, da tut ihr mir mega Gefallen mit. So, letztes Thema und sicherlich für den ein oder anderen Star Wars Fan hier nicht ganz so schlecht. Ja, die Cassian Endor-Serie steht an. Wir wissen noch nicht genau, in welche Richtung das gehen wird. Wir wissen natürlich, dass das vor Rogue One spielen wird. Allerdings die ersten Setbilder, die wir gesehen hatten, die ersten kleinen Story-Titbits, die man bekommen hat, machen tatsächlich Lust auf mehr und sehen tatsächlich auch im Ton her so gritty und ein bisschen düsterer aus, eben wie Rogue One vom Ton her auch war und geben natürlich dementsprechend auch viel Hoffnung. Das heißt, es könnten natürlich auch etliche Charaktere aus Rogue One vorkommen. Es könnte ein Sherrod Inve vorkommen, der natürlich nicht unbedingt Cassian treffen dürfte. Es könnte ein Base Malbus vorkommen. Es könnte tatsächlich auch Darth Vader irgendwo mit vorkommen. Auch ein Tarkin könnte nochmal mit vorkommen. Ich glaube, bei Jyn Erso wird es tatsächlich schwierig. Es könnte aber auch Verräter vorkommen. Ihr wisst, wen ich meine. Also es gibt da tatsächlich Möglichkeiten, dass der ein oder andere vorkommt. Jetzt ist es so, es wurden ein paar Setbilder
abgefilmt, fotografiert. Teilweise gibt es auch bewegtes Bildmaterial, wo man tatsächlich den einen oder anderen Charakter erkennen kann, der eventuell bekannt ist oder einem bekannt vorkommt. Und ich lasse euch das mal da. Und ich denke, ihr könnt ungefähr schon erahnen, in welche Richtung das gehen könnte. Denn so wie es aussieht, werden wir tatsächlich Krennic sehen. Also wir sehen natürlich, dass diese Offiziere ein ähnliches Outfit haben, wie es Krennic hat. Allerdings wird von demjenigen, der gefilmt hat, beschrieben, dass der mit dem weißen Outfit, der relativ weit hinten mehr oder weniger so ein Stück weit zu sehen ist, tatsächlich Krennic sein soll, der auch nochmal mit auftaucht. Das wäre tatsächlich echt cool. Und man auch noch so ein bisschen so, tatsächlich fast so eine Art Prequel zu Rogue One bekommt. Und man vielleicht auch noch so ein bisschen die Beziehung zwischen ihm und Galen Erso beleuchtet. Das heißt, es könnte immer so ein Stück weit fernab des Schauplatzes tatsächlich von Cassian sein. Denn man muss auch da natürlich wirklich mega, mega aufpassen, dass man nicht irgendwie anfängt, nur um irgendwelche Charaktere da wieder mit reinzuschmeißen, unlogische Sachen macht, ne? Und das ist wirklich relativ schwierig. Also wie gesagt, so eine Jyn Erso auf einmal, die noch mit da auftaucht und sowas, würde ich tatsächlich vermeiden. Das ist für mich aber auch eine Serie, wo ich finde, da müsste fast schon das passieren, was jetzt viele auch bei Obi-Wan, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, geschrieben haben. Für mich muss die Serie tatsächlich bei Rogue One aufhören. Cassian Endor muss für mich am Ende dieser Staffel, am Ende der zweiten Staffel, was auch immer sie geplant haben, tatsächlich den Auftrag bekommen, Jyn Erso auswendig zu machen. Das wäre für mich, oder mehr oder weniger die Info einzuholen wegen den Todesplänen. Das wäre für mich absolut perfekt. Das wäre für mich wirklich ideal. Und das ist tatsächlich, also wirklich, alle Star Wars Serien, die wir jetzt so ein Stück weit genannt haben, für mich ist es tatsächlich so, die Darkseid Serie, die rauskommen wird, wo es mehr oder weniger um einen, ja, Sith-Schüler gehen wird, da habe ich Bock drauf. Diese animierte Serie habe ich nicht so unbedingt Bock drauf, beziehungsweise lasse ich mich überraschen. Alles, was so außenrum ist, okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, tatsächlich Cassian Endor, Obi-Wan-Serie, ist momentan das, was auch am greifbarsten ist und in der nächsten Nähe natürlich auch ist oder als nächstes erscheinen wird, ist für mich das, wo ich sehr, sehr hyped drauf bin. Allein von dem Ton her, weil das einfach ein bisschen düsterer auch tatsächlich als Mandalorian so ist. Ich habe echt Bock. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Bock auf Krennic? Ist es ein Charakter für euch, der wichtig ist? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren. Unbreakable schreibt, der Bettison-Trailer sieht Hammer aus. Ja, der war, keine Ahnung. Ich habe ungefähr die Hälfte der Views, die dieser Trailer ja weltweit gemacht hat, kommen wahrscheinlich von mir. War wieder nice, viel Spaß gleich beim Fußball. Danke, Marco. Krennic wäre echt nicht, Krennic wäre echt, feier den Charakter echt mega. Echt nice, du hast es mit echt. Der Stasser schreibt, Star Wars Endor wäre auch cool gewesen, Ewoks back. Mein Gott, ich will einen neuen Ewoks-Film. Ich weiß, die sind Trash, aber aus meiner Kindheit her gucke ich die tatsächlich relativ gerne. Also ich nehme auch einen dritten Ewoks-Film von Disney+. Unbreakable schreibt, ich hoffe, K2 spielt mit Dinosauriern im Raumschiff wie bei Firefly. Wahrscheinlich eher nicht. Der Leon schreibt, Bad Batch am 4. Mai. Ja gut, Bad Batch ist sowas, wo man sagt, ne, wie, du freust dich aufs Mittagessen und beim Mittagessen gibt's dann auch Lasagne, super cool, aber vorher darfst du mal einen Apfel essen. Und der Apfel ist Bad Batch. Und die Lasagne ist, ja, Endor, beziehungsweise Obi-Wan. Genauso kann man das einordnen. Und von daher ist so ein netter Apfel zwischendurch, aber mehr auch nicht. Ich freue mich am meisten auf die Obi-Wan und Boba Fett-Serie seit Mando. Ich liebe den Charakter, ja, ich bin auch echt gespannt. So, Leute, ich hätte tatsächlich noch Potenzial weiterzumachen, aber es tut mir echt leid, dass ich heute ein bisschen früher, wir sind ja sonst immer so bei den 2 Stunden angekommen, ein bisschen früher los muss, denn heute Abend ist Fußball und das möchte ich gerne gucken und das fällt leider durch die englische Woche auf den Mittwoch, was natürlich ein bisschen mit unserer Bombo-Show kollidiert. Nichtsdestotrotz bin ich für euch spätestens am Sonntag wieder am Start und mache vielleicht zwischendrin noch eine Kleinigkeit, wahrscheinlich wieder über Figuren oder lasst euch überraschen. Diese beiden Tage sind aber definitiv safe. Ihr könnt davon ausgehen, Montagabend und Sonntagabend haben wir ein Date, Leute. Da könnt ihr am Start sein und dann geht es weiter mit den neuesten News. Dementsprechend vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ja, vielen lieben Dank für eure
Kommentare, wie super ihr mit dabei seid, ne? Wie gesagt, es macht super viel Spaß. Das kommt mir echt vor, als würde ich mit euch irgendwie so zusammen an einem großen Tisch sitzen und wir würden über Filme schnacken. Finde ich persönlich ganz geil. Mit einem Bierchen oder bei mir Pepsi Max in der Hand und das macht schon Spaß. Also, wie gesagt, ich bin tatsächlich sehr angefixt, was das Streaming-Thema angeht und es macht mir echt mega Spaß. Vielen Dank, Leute. Ihr wisst Bescheid, das YouTube-Ding muss ich wieder durchziehen. Drückt auf den Daumen nach oben, drückt auf die Glocke, abonniert, wenn ihr es noch nicht habt, lasst einen Kommentar da und ganz wichtig, schaut im ersten Link in der Beschreibung bei dem Musikvideo, das der Okan gemacht hat, vorbei und lasst einen Daumen da. Ich wünsche euch allen noch eine angenehme Restwoche und wir hören uns dann in aller Frische am Sonntagabend. Ne? Bis dann, Jungs und Mädels, bis zum nächsten Podcast, bis zum nächsten Livestream.